Tag, ich bin die Lia, ich bin die Kinderreporterin von Rhein-Main for Family und ich wollte Sie ein paar Fragen stellen. Gerne. Ich wollte Sie zum Beispiel fragen, wie sind Sie denn darauf gekommen, zum Hörspiel zu gehen? Ich habe als Kind, als ich 6 war, durfte ich mal bei der Sesamstraße mitmachen, also direkt vor der Kamera mitspielen. Und es hat mir großen Spaß gemacht und da musste ich auch schauspielern. Und dann hat man mich kurze Zeit später angesprochen, ob ich auch mal einen Film synchronisieren möchte. Und es hat auch gut geklappt. Und dann hat sich das auch wieder rumgesprochen. Da ist ein Kind, der kann schauspielern. Das Kind kann schauspielern und den können wir ja auch mal für ein Hörspiel fragen. Und da habe ich dann auch mit den ersten Hörspielen angefangen und nie wieder aufgehört. Ah, vielen Dank. Und welche Rollen sprechen Sie alles? Ich spreche zum Beispiel Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Früher habe ich gesprochen Julien von den 5 Freunden. Ich spreche auch Norbert von den Teufelskickern, das ist der Trainer zum Beispiel. Dann spreche ich ganz viele Rollen in Filmen und ich lese Hörbücher. Ja, das klingt ja ganz interessant. Und was ist denn Ihre Lieblingsrolle? Also eine richtige Lieblingsrolle habe ich gar nicht, sondern ich freue mich immer auf die nächste Rolle, denn man will ja nicht immer eine Aufgabe sein ganzes Leben machen. Das heißt, ich möchte also nicht mein ganzes Leben durchgängig nur Justus Jonas sprechen, sondern ich freue mich, dass ich zwischendrin immer wieder was anderes machen kann. Und dann mache ich immer wieder zwischendrin Justus Jonas von den 3 Fragezeichen und darauf freue ich mich dann immer ganz besonders, weil ja eine Pause dazwischen war. Und spielen Sie lieber nette oder lieber nicht so nette Rollen? Ich spiele sehr gerne gute und böse Charaktere, weil ich finde, als Schauspieler muss man wandelbar sein und alles Mögliche spielen können. Und insofern finde ich das schöner, wenn man mal einen bösen und mal einen guten spielen kann. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank. Sehr gerne.